Ja, wir hatten auf Initiative der Grünen gerade eine gemeinsame Resolution zum Thema Wasser. Wasser ist ein Lebensmittel und sollte nicht einer Rendite unterworfen sein. Genau das plant aber gerade die EU-Kommission, und zwar über so eine Verordnung, dass man sagen kann, durch die Hintertür. Es soll nämlich in Zukunft die Wasserversorgung europaweit ausgeschrieben werden müssen, und dann zählt der Preis. Und das kann nicht sein, dass das Trinkwasser in Düsseldorf möglicherweise schlechter wird oder aber teurer wird für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Die Resolution war überfraktionell und ist entsprechend dann auch von allen geteilt worden. Wie der Weg dahin sein wird, das ist aber noch nicht zu Ende. Eine Resolution ist das eine. Aber wenn die EU sich durchsetzt, dann müssen wir in Düsseldorf sicherlich noch mal ganz deutlich auch mit den Stadtwerken überlegen, wie wir diese Ausschreibung verhindern können. Und für uns als Grüne ist das Thema der Rekommunalisierung der Wasserversorgung ein sehr wichtiges, weil, wie gesagt, Wasserversorgung ist das typische Thema der Daseinsvorsorge, und das ist eine öffentliche Aufgabe.